So, liebe Fitnessfreunde, ich möchte euch mal ein kleines Bauchanfängerprogramm jetzt zeigen, weil viele haben immer die Frage gestellt, wieso tut mir immer der Nacken weh beim Bauchtraining? Und es ist natürlich logisch, wenn ihr anfangt mit dem Fitnesstraining und nie was für den Nacken getan habt, vor allem, dass ihr gerade bei den Bauchübungen hier eine relativ hohe Belastung habt. Und deswegen zeige ich euch für den Anfang mal eine Übung, die ihr machen könnt, wo ihr den Nacken etwas entlasten könnt. Ihr braucht dazu einfach nur ein ganz normales Handtuch. Dieses Handtuch legt ihr jetzt einfach mal hier hin und jetzt legt ihr euch so auf das Handtuch, dass hinten das Handtuch über den Kopf hinaus noch ein bisschen ragt. Jetzt greift ihr dieses Handtuch oben an den Zipfeln und baut eine Spannung aus. Das heißt, ihr greift einfach die Zipfel und drückt ihn heraus, dass ihr Spannung im Handtuch habt. Jetzt geht ihr schön langsam hoch und wieder runter. Und dann habt ihr diese typischen Crunches. Aber mit einer Nackenunterstützung und auch keine hohe Spannung und Entlastung im Nacken. Ihr werdet gleich merken, dass ihr relativ wenig Spannung im Nacken habt im Vergleich zu normalen Crunches oder Sit-Ups, wo ihr den Nacken mal mit hochzieht. Deswegen ist es eine super Alternative für den Anfang. Wenn ihr gerade mit dem Bauchtraining zu Hause anfangt, nehmt euch ein kleines Handtuch dazu. Das Ganze geht natürlich auch bei den Crunches, wenn ihr zum Beispiel die Beine anhebt und das ein bisschen erschweren möchtet. Deswegen kann ich euch nur raten, am Anfang hier gerade mit der Nackenunterstützung hier zu arbeiten, damit es da keine Verspannung gibt. Ihr startet vielleicht mit 3x20 Wiederholungen, eine gute Minute Pause oder bis 30 Sekunden Pause dazwischen und schon habt ihr eine relativ gute und einfache Übung am Anfang, wo ihr auch den Nacken schön geschont habt und da auch keine Probleme dann bekommt. Also die ideale Übung für euch für den Einstieg, dass ihr den Nacken noch ein bisschen schonen könnt. Wenn ihr natürlich auch für den Nacken ein bisschen was tut, zum Beispiel kann man diese fliegenden rückwärts machen, um den Nacken zu stärken, dann kann man natürlich auch das Handtuch weglassen, aber gerade für den Einstieg, wenn ihr mit dem Bauchtraining beginnt, ist es natürlich eine super Möglichkeit, eine Alternative, da den Nacken etwas zu schonen. Ganz wichtig ist natürlich, dass hinten auch die Spannung im Handtuch ist, dass der Nacken auch da unterstützt wird, weil wenn der Kopf durchhängt, bringt es wieder relativ wenig natürlich. Und wichtig ist natürlich auch die Atmung. Also ihr solltet schon schauen, dass ihr regelmäßig atmet. Also dass ihr zum Beispiel, wenn ihr hoch geht, ausatmet und wenn ihr runter geht, wieder einatmet. Ja, eine geregelte Atmung ist natürlich auch vernünftig hier und solltet ihr durchführen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet oder ein paar Fragen stellen möchtet, dann geht einfach mal auf meinen Blog. Dort gibt es noch vieles weiteres davon. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Training dann auch zu Hause. Bis dann, ciao.